Jetzt können Millionen Menschen besetzen. Die können noch kommen, wenn man merkt es gar nicht. Nur wenn es der Linke weiß, hat man es weg, wo die gleich unmittelbar gespielt haben. Jetzt habe ich die Kühe von den Glöckner erst nach 2,5 Jahren. Das nächste Produkt haben sie gern von Kryptophan. Ja, bitte, das müsst ihr wissen. Das ist ein wunderbares Beruhigungsmittel seit Jahrzehnten am Markt. Die Ärzte wissen sicher, die kennen das. Da hat eine Firma in Japan gedacht, billiger stellen wir es her mit Gentechnik. Und da sind über 10.000 Menschen, bitte auch in Deutschland, Österreich dran, krank geworden. Und zwar eine ganz harmlose Krankheit, eine Lähmung von den Füßen aufwärts bis zum Herzstillstand. Meine Cousine ist aufgelenkt durch diesen wunderbaren Wirkstoff. Es hat damals gegeben über 10.000 Erkrankte, über 1.500 für immer Gelähmte und 50 Tote. Und keiner weiß es. Was ich sage, es hat noch nie einen Schaden gegeben, noch Gentechnik, das ist doch alles nicht wahr. Das ist wirklich nicht wahr. In Australien haben sie die Ärzte einen Versuch gemacht, nach 7 Jahren haben sie es abgebracht, gebrochen, weil alle Mäuse haben Lungenkrebs, Lungenentzündung, pardon. Das Umweltbundesamt hat festgestellt, dass natürlich die Sterilität und der Krebs gefährdet wird durch die Gensäure, die wir importieren. Das ist eine Studie vom Jahr 2000, bis heute haben sie immer noch nichts gemacht. Ja, interessant ist die Geschichte, die auch in diesem Buch, ich habe Bücher mitgebracht, man glaubt sonst mir überhaupt nichts, die sind wir nicht in der Kirche, ja, sie brauchen mir gar nichts glauben, können das alles nachlesen. Es gibt hervorragende Bücher, eines der besten deutschen Sprachraum ist das, Trojanische Sagen von Jeffrey Ames. Oder auch von den Nobelpreisträgern, Vandana Shiva mit einem Vorwort von der wie heißt die Weizsäcker, vom damaligen Bundespräsidenten von Deutschland, die Frau Weizsäcker, von Weizsäcker, jetzt Demokratie. Albert Buste wurde beauftragt im schottischen Robert-Institut, ein weltbekannter Wissenschaftler, er sollte endlich einmal nachweisen, dass Gentechnik vollkommen ungefährlich sei. Nur was hat er hergenommen, das Schneeglöckchen Gift. Hat den Tieren Schneeglöckchen-Gift gefüttert bis zum Saufutter, bis zum 800-fachen. Die Tiere haben nicht gekennzeichnet, haben keine Wirkung gehabt. Dann hat er das Schneeglöckchen-Gift zur jetzigen Bekämpfung gentechnisch in die Kartoffel hineingebracht. Und siehe da, was ist dann passiert? Schon nach wenigen Wochen hatten die Tiere kleinere Hirne, kleinere Hoden und eine kaputte Leber. Nichts Ungewöhnliches für die U-Abgeordneten, kleinere Hirne. Kleinere Hoden, kaputte Leber. Was haben Sie gemacht? Haben Sie gehört von einem Kommissar, der den Antrag gestellt hätte, wir sollen diese Versuche weitermachen, weiterforschen? Nein, keiner hat den Antrag gestellt. Diese Versuche wurden sofort abgestellt. Der Busch hat angerufen beim Blair, der Blair hat angerufen beim Robert-Institut und am selben Tag war der Herr Professor Dr. Albert Buste mit seiner 36-köpfigen Mannschaft arbeitslos. Die Forschungen wurden konfisziert und während er ins Labor gegangen ist, haben sie daheim angebrochen bei ihm, um die letzten Unterlagen zu stehlen. So wird mit Wissenschaftlern in der EU umgegangen, die bitte kritisch sind, die bitte die Gefahren der Gentechnik erkannt haben und die Menschenmenge da aufmerksam machen wollte. Er hat den Fehler gemacht, dass er ist an die Öffentlichkeit damit gegangen, weil er wollte uns ja retten vor dem Schaden. Er wurde dann von der Royal Society verunglimpft, die hatte den Auftrag, ihn zur Sau zu machen. Aber 15 Wissenschaftler weltweit haben seine Untersuchungen nachvollzogen und zu 100% bestätigt. Die Zulassung von gentechnischer Nahrung in Europa, ohne dass ein einziges Mal am Menschen getestet wurde, durch die EFSA, die Europäische Lebensmittelbehörde, wird es absolut kriminell. Das verstößt gegen EU-Gesetze.
Jetzt haben wir ein paar Schlagzeilen, die natürlich weitgehend unbekannt sind. Zum Beispiel hat Deutschland verboten den Anbau von Gentechnik. Warum? Wegen Umweltvergiftung. Da geht es natürlich nicht um ein paar Schmetterlinge oder ein paar Marienkäfer. In einer vergifteten Umwelt, wer will noch gesunde Lebensmittel erzeugen, ist doch bitte nicht möglich. Aber sie haben nur für eine einzige Maissorte dieses Verbot ausgesprochen und dann lassen sie 10 andere zu und dann kann es wieder von vorne losgehen. Wir müssen schauen, dass das Verbot bleibt. Ein ganz günstiger Augenblick eben jetzt. Auch in Österreich wurde gerade noch mal der Anbau verhindert. Warum war die EU-Kommission? Die hat sich immer dafür gestimmt, aber diese Ministerrat haben glücklicherweise noch einmal dagegen gestimmt. Aber die können ein fünftes Mal auch noch abstimmen und dann geht es dafür aus, dann haben wir verloren. Wenn unsere Äcker verseucht sind, dann kann es nie wieder retour gemacht werden. Warum? Das hat eine schwedische Studie, eine norwegische Studie bewiesen. Die haben einen Acker alle 4 Wochen umgeackert und total vergiftet. Und nach 10 Jahren haben sie geschaut, was wächst auf den Acker? Geveränderter Raps. Liebe Leute, wir können es niemals versuchen. Wenn unsere Äcker verseucht sind, kann keine Macht der Welt uns wieder das wegnehmen. Und wir müssen dann diese Gennahrung essen. Mit 2 Wissenschaftlern aus Iowa. Einer hat 8.000 Hektar gehabt, einer hat 10.000 Hektar. Amerika. Bin ich da in Wien zusammengekommen. Und habe gesagt, wie schaut es aus mit dem Bienensterben? Und der Doktor sagt, hey, überhaupt nichts mit der Gentechnik zu tun. Und ich gesagt, doch. Doch, habe ich gesagt. Aber wenn noch 100 Wissenschaftler sagen, dass es nichts zu tun hat, dann ist es so. Habe ich gesagt, wissen Sie was? Habe ich gesagt, Sie sind selber Wissenschaftler. Packen Sie eine Biene und machen Sie einmal mit Raumkraft. Und Sie werden sehen, jede Biene ist mindestens in weniger als 3 Minuten hin. Das heißt, Sie sind doch gescheiter wie 100, wie 1000 Experten. Da war ein bisschen sauer, aber ich war die ganze Zeit schon. Sie können es selbst ausprobieren, ich mache jetzt meinen Vortrag nicht, weil mir das nicht zu leid tut. Das Roundup gibt es natürlich überall zu kaufen. So schaut es aus. Roundup von Norhaus für die Kleingärtner sehr geeignet. Aber auch in der Landwirtschaft wird es eingesetzt als Abreifemittel. Wie nennt der Ausdruck wieder? Abreifemittel, Roundup. Totalgift für Mensch, Tier und Pflanze. Abreifemittel heißt vor der Ernte, wenn ein Acker sehr verunkrautet ist, wird das draufgesprengt und dann sterben alle Pflanzen ab, das Getreide und die Unkräuter, und dann soll es sehr trocken und dann kann man es leichter dreschen. Und dann, weil es ja unmittelbar vor der Ernte ist, müssen wir dann diese Rückstände essen. Ich komme zum Schluss, ich zeige euch ein Stückchen vom Film, weil der Film schon hat sie mir noch gegeben, die Verdokter.